Hallo ihr Lieben, Ju von Guru und von Jules. Die musste gerade die Augen zumachen. Wir haben auf der Couch gesessen. Ich dachte, ich hätte schon alles mit ihr heute getestet, was ich mit ihr testen wollte. Und dann habe ich geschrien und gesagt so, Jules, ich habe noch was. Und das ist so cool, das ist wirklich geil. Das ist nämlich eine Weltpremiere hier beim Junk Food Guru. Das ist ein Produkt, hätte ich fast vergessen. Aber das müssen wir zusammen testen. Ihr seht es schon in der Überschrift. Oh Gott, ich gebe es dir mal in die Hand zum Anfassen. Oh, sorry, ich muss natürlich auch... Was glaubst du, was das ist? Irgendwas Hartes? Ja. Knuspriges? Knusprig, ja. Ohne Schokolade? Ohne Schokolade. Ja, riechen kann ich nicht. Also darfst du auch... Weil ich mach die für dich auch, dann darfst du mal riechen. Okay. Jetzt wird es spannend, ihr Lieben. Oh mein Gott. Und das ist ja auch großes Vertrauen. Ach, hier muss man das aufmachen. Ich zeig das mal ganz kurz in die Kamera. Das letzte Mal, wo ihr die Verpackung heile seht. So. Blind Taste. Oh, jetzt mal die Nase rein. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Wo ist die Packung? Achso, hier. Was ist das? Ja, wonach riecht ich das ja, denn? Ich muss dazu sagen, ich bin mega geruchsempfindlich, ne? Das ist ja... Haben wir richtig Glück. Irgendwas mit Erdnüssen. Ja, das ist schon mal gut. Also nur die Hälfte der Miete. Erdnüsse sind richtig. Und ich würde sagen, du kannst die Augen aufmachen. Ich kann dich nicht länger tun. Nicknacks. Ja, Nicknacks. Und guck mal, die Sorte. Britnacks. Britnacks sind das. Salt and Vinegar. Und die sind seit dieser Woche neu. Da darf ich schon was essen. Ja, die Britnacks Salt and Vinegar. Die habe ich netterweise vom Rewe bekommen. Aus dem Rewe-Supermarkt. Und ich liebe ja Salt and Vinegar. Guck mal, wie weiß die sind. Aber zieht im ersten Moment so. Boah. Magst du Salz und Essig? Manchmal. Ja. Und die brettern ja richtig hier. Ja, die ziehen die alles weg. Aber cool. Oder? Ja. Boah. Aber ich liebe Knickknacks. Ich auch. Boah. Und dann Knickknacks und Salt and Vinegar. Und da habe ich gedacht so, ich hatte fast vergessen, dass ich die noch in meinem Rucksack habe heute mitgenommen. Boah. Mega. Doch, kann man gut essen. Lecker. Ich muss aber sagen, ich bin immer Sour Cream Fan. Ja? Ja. Gibt es die Knickknacks eigentlich auch mit Sour Cream? Sour Cream? Ich weiß gar nicht. Gute Frage. Ich glaube ja, oder? Ich weiß es auch gar nicht. Oder? Gab es die mal? Ich glaube, so eine andere Nachmache. Guck mal, so sehen die aus. Sind ein bisschen blasser als Knickknacks. Aber die ziehen schon, ne? Also Essig ist schon, haben sie nicht dran gespart. Perfekt. Boah. Lecker. Perfekt zum Snacken. Und wie viele Punkte gibst du den Britnacks? 8,5 darf ich das geben? Ja, ne? Klar. Ja. 8,5 Punkte. Ja. Ich bin so hin und weg. Jetzt bin ich gespannt. Also ich wüsste gar nicht. Ich liebe es, Salt and Vinegar, ich liebe Knickknacks. Ist viel für mich gemacht. Ich gebe den 10 Punkte. Wow. Eine volle Punktzahl. Und bin echt begeistert, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie so intensiv schmecken. Ja, das ist echt gut. Eine Wahnsinnskombi. Ganz gefährlich. Süchtig machen. Ja, süchtig leider. Knickknacks machen mega süchtig. Oh mein Gott, und noch der Essig dabei. Das ist echt auch gefährlich für den Junkfood-Guru. Ich muss die gleich ganz weit wegstellen. Morgen mit zur Arbeit nehmen, mit den Kollegen teilen. Ihr wisst ja, da werden, ich was hier teste, dann werden die Reste immer mit den Kollegen und Freunden geteilt. Deswegen kann ich auch so viel essen, ihr Lieben. Ja. Übrigens könnt ihr oben meinen Kanal abonnieren und nicht vergessen, Jules auf Instagram folgen. Yes. Wie findet man dich auf Instagram? Schön, unter Schönwild. Unter Schönwild und auch in der Beschreibung hier, ihr Lieben. Die findet ihr aktuell auch in diversen Rewe-Supermärkten. Im Internet kann man sie sogar auch schon bestellen hier. Und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.